Du suchst nach einfachen, schnellen Ideen, Artist Trading Cards zu machen. You're looking for fast and simple ideas to create ATCs. I'm going to show you how. Hallo ihr Lieben, hier ist KLS von Kreatives Leben. Ich bin eine Mixed-Media-Künstlerin und möchte ganz viel Farbe in dein Leben bringen. Heute zeige ich dir, wie ich mit Wasserfarbe schöne ATCs mache. Ich fange mit einer A3-Seite aus Wasserfarbenpapier. I'm starting with an A3 paper and I'm not thinking much. I'm just putting down some stamps first. Ich fange damit an, dass ich einfach ein paar Stempel nehme, Schriftstempeln in Braun und einfach auf das Papier draufstemple, nicht so ganz sauber. Und ich benutze auch diesen weißen Gel Pen. I'm also using some white gel pen, because as you will see later on when I go with the watercolor, you will still see the white gel pen. Also ihr werdet dann sehen, wenn ich dann mit der Wasserfarbe reingehe, dann sieht man auch diesen weißen Gelpen und das gibt so ein bisschen einen interessanten Hintergrund. Und was ich mache ist, ich werde einfach lasieren, das heißt ich werde mit Wasserfarben mehrere Schichten legen auf das Papier. So I'm going to do not a wet and wet, I'm going to do a dry and dry watercolor. So this is twice the same color. Ich benutze zweimal die gleiche Farbe. Und ihr habt auch gesehen, was ich da genommen habe. Ich habe so ein Reibeleim benutzt, den ich dann wegradieren, wegrubbeln werde nachher, wenn die Wasserfarbe getrocknet ist. So I also am using a kind of masking fluid, so that the watercolor doesn't touch all places. Und ich benutze hier zwei Farben. Das eine ist so ein Quinacridone Gold, also eine meiner Lieblingsfarben, und das andere ist ein Dunkelblau, ein Ultramarinblau. So I'm using two colors. Quinacridone is a gold, which I really love. I also love it as a watercolor. And then also ultramarine blue. So this is going to be my background. So you saw me do my background, so you see very easy. And what you seeing me do, and I apologize because it's shut off. So was ihr jetzt gerade seht, ist leider abgeschnitten, aber es grundsätzlich werde ich ganz viele kleine Blätter vorbereiten. So I'm basically going in with my wet brush first. So I'm painting wet and wet. The background was done dry and dry. This is wet and wet. So I'm going in only with water first and then I'm going in with some watercolors, acrylic paint and not acrylic paint, aquarelle paint and I'm creating some leaves. So ich mache jetzt einfach mit Wasser die Form des, der Blätter und dann gehe ich mit Farbe rein und mache so einen nass-in-nass Übergang, so dass es tolle Effekte dann geben kann. Here again I'm using similar colors as for the background. So ich benutze die gleichen Farben wie im Hintergrund, also auch dieses Ultramarin und dann dieses Gold. Und gehe aber noch zusätzlich mit zwei Grüntönen, die gut dazu passen, die auch in blau braunen Ton reingehen. So I'm using the same colors and I am just adding two greens. One is more kind of blue-green and the other one is more of a brownish kind of green, so to suit the colors I'm using. So ich mache einfach ganz viele, ich mache mehr als ich benötige. So I'm doing more than I need. I'm going to create 8 ATCs because we are in a group of 8. So I didn't tell you why I'm doing ATCs. I am in a Facebook group and we exchange monthly cards.
it's a German group and I need to create 8 ATCs. Ich habe gar nicht erzählt, warum ich überhaupt diese ATCs benötige. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, die heißt Art Journaling Club, und da tauschen wir monatlich verschiedene Kunstwerke, die wir gemacht haben. Ich bin in einer ATC-Gruppe und muss 8 Karten machen. Ich mache also mehr Blätter, als ich benötige. I'm doing more cards than required. I need only 8, but it doesn't matter. So I left everything to dry and now I cut it out. Ich habe alles ausgeschnitten, also trocknen lassen und dann ausgeschnitten. Und jetzt dekoriere ich mit einem goldenen Stift. Ich kann euch schon sagen, ich glaube, ich habe 3 Stifte verbraucht, weil ich ganz viele Goldstifte habe und die nicht ganz viel anfange und nicht fertig mache. I have been using 3 different pens for this project because I have so many gold pens laying around. I think this is number 3. So, was mache ich? Ich gehe mit dem Gelstift rein, mache die Umrandung um die Farbe herum und dann mache ich so eine moderne Blattform. So I'm just going around the paint and I am just, so you see all the different leaves that I have created, and now I am created a modern form inside the leaves, and I'm done. So I'm showing you, I think, no, I'm not showing you all, I'm showing you around 3 to 4 different leaves to give you an idea. Ich zeige euch so 3, 4 verschiedene Blätter, um euch ein Gefühl zu geben, aber hier muss man einfach reingehen, malen und nicht viel über zu zeichnen und nicht viel überlegen. And I like that they're a bit wonky, they're not all the same. Ich mag das, dass sie eigentlich nicht alle gleich groß sind und alle ein bisschen unregelmäßig ist. Ich finde, das gibt ihnen einen kleinen Charme. So, wir kommen jetzt zum letzten Teil. So, I have chosen the 8 ATC out of my background. So, ich habe meinen Hintergrund geschnitten in 8 ATCs oder die schönsten rausgenommen. Und ich habe jetzt auch die passenden Blätter dazu genommen und klebe die jetzt an mit so kleinen Dots, 3D-Dots, damit die ein bisschen abstehen. So, what I'm going to do is, I am taking some dots and I am putting them in the background, so just to give them a little bit of height and make them more three-dimensional. That is for me. I hope you enjoyed it and see you next time. Das ist es von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!